Sie zeichnet einen ungleichförmigen Fußabdruck von einer Kreatur mit 4 Zähnen in den Sand vor euch. So sieht seine Spur aus. Jetzt schaut damit zu Thoral, nickt ihr zu. Dann weist sie auf die glänzende, tiefrote Rüstung, die sie selbst trägt und auch die Schuppen, die sie in ihrem Haar hängen hat. Aber am leichtesten erkennt ihr die Bestie an der Farbe ihrer Schuppen. Die Haut ist mit den Feuern der Hölle selbst gezeichnet. Naja, jetzt macht ihr es ja wenigstens spannend. Wie groß sind diese Tiere? Also du würdest aufgrund der Schuppen, die sie bei sich irgendwie angefertigt hat, würdest du... Haus? Großes Haus? Hochhaus. Wahrscheinlich so eine Chimäre oder so? Ja, also... Oh, Chimäre sind nicht so groß. Du würdest sagen, wenn sich eine Chimäre aufrichtet, dann, was natürlich nicht geht, aber ja, so schon... Du würdest sagen, 6 Meter hoch. Das ist eine Herausforderung. Wie viele Köpfe benötigt ihr denn? Reicht einer oder müssen es 6 sein? Einer soll genügen, ihr werdet mit ihr genug zu tun haben. Ich sagte es bereits, der Imperator führt uns. Ah, Naikedra. Was hat es denn mit diesen Malesektoren auf sich? Sind die schon immer hier? Ja, dabei wird sie sich ebenso verbittert, dabei wird ihr Blick ebenso verbittert werden wie der von ihrem Anführer bzw. Rudos Dunkelgeißel. Wir reden darüber, wenn ihr die Prüfung abgelegt habt, nicht vorher. Okay. Dann lasst uns uns vorbereiten. Und wir hatten ja jemanden, der ein Interesse daran hatte, uns ein paar Grundausrüstung zu geben. Brechen wir beim ersten Licht des nächsten Tages auf, oder? Ich schaue dann nochmal zu ihr. Wie viel Fußmarsch an Tagen wird es dauern, bis wir die Schlucht erreichen? Nun, wenn ihr noch nach draußen auf die Tiefebene geht, dann solltet ihr euch am besten so schnell wie möglich einen Terratrix suchen, der euch tragen kann. Das heißt, es ist einige Zeit, bis wir die Schlucht erreichen. Dementsprechend sollten wir relativ früh aufbrechen, sobald wir bereit sind. Ja, lieber Frosty, was weiß denn mein Charakter alles über Symbionten? Über Symbionten? Ja, du hattest eine 7 gewürfelt. Symbionten sind die Vorstufe der Tyranniden. Genestealer, die ihren genetischen Abdruck meistens in Menschen hinterlassen, beziehungsweise natürlich auch in all den anderen Xenos-Kreaturen, also auch über Tau konnte man berichten, dass auch Tau infiziert sind. Auch Elder sind wohl mal infiziert worden. Das ist natürlich eine unglaubliche seltene Gelegenheit, wenn man mal auf Elder trifft und dass die dann auch von Genestealern infiziert sind, ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Aber wenn man auf so einem Schiff im Weltall dann auf solche Kreaturen trifft, wo dann neben Eldern eben auch Genestealer herumlaufen, also diese großen Space Hulks. Space Hulks. In so einem Space Hulk kann man natürlich auf eine ganze Menge treffen, was dann die Deathwatch auslöscht. Aber der genetische Code der Tyranniden verändert die Menschen. Sie werden bösartig, hinterhältig, sie pflanzen sich selbst weiter fort, über viele Generationen kann das gehen. Die Kinder wachsen auch sehr schnell und bilden dann weitere Vorstufen der Tyranniden aus. Und sie können dann über verschiedenste Wege den Planeten infiltrieren. Es geht eben auch darum, dass die Menschen dann auch mal mit mehr Gliedmaßen geboren werden. Ein dritter Arm, ein vierter Arm oder aber merkwürdige Hornwülste, die sie dann am Kopf tragen, Telepathie, die sie dann wohl auch ausbilden. Und wenn sie dann der Meinung sind, dass der Planet eingenommen werden kann, dann bildet sich der Schatten um Warp aus, die Kommunikation wird gestört, sowohl Vox als auch die Psioniker, die dann nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und sie senden ihren Ruf aus, sodass dann die Tyranidenflotte angreift und den Planet vertilgen kann.
Das ist natürlich auch ein ganz großes Problem aktuell in diesem Keil, wo eine ganze Menge Tyranniden hier sind. Die sind normalerweise weiter draußen, die Schwarmflotte Dagon. Auf Avalos wurden sie gesehen, auf Freya, natürlich auch auf Castabel, da hatte sie dann auch Torda schon zurückgeschlagen, Herizor, dass sie so weit, na gut, Eloises war ja schon mal im Gespräch, aber dass sie auch auf Aurum so nah am eisernen Gürtel sind, das ist unwahrscheinlich. Sollte es so sein, wäre das eine Katastrophe. Ganz kurze Verbesserung, die Genestealer bilden nicht den Schatten im Warp aus, sondern sie senden das Signal um die Hive-Fleet zu, wenn sie sich das... Genau. Okay. Weiß denn Cray irgendwas über Möglichkeiten, eine Genestealer-Infestation in einem Menschen nachzuweisen? Also Bruder Gabriel hatte natürlich mit seinen verschiedenen chirurgischen Werkzeugen eine große Möglichkeit. Die Hautfarbe ist meistens ins Lilane hinein. Die Hornplatten können sehr, sehr auffällig sein. Auch die Augen sind so ein bisschen geschlitzter, würdest du meinen. Und meistens verbergen sie sich, aber natürlich ein dritter Arm gehört nicht an einen normalen Menschen. Nee. Ich meine, jetzt OT weiß ich, dass die, wenn sie quasi die Menschen in Anführungszeichen beißen, die sich gefügig machen und halt quasi den Genestealern helfen. Der Kuss dann, des Genestealers, ja. Genau. IT weiß ich jetzt nicht, ob das so bekannt ist. Also was halt normal bekannt ist, ist, die infizieren die erste Generation. Die ist meistens noch normal, aber was dann im Nachhinein kommt, das ist genetisch schon manipuliert, dass sie den gernen Göttern, so nennen sie sich glaube ich immer, helfen. Und die haben gar nicht so einen Mind-Controller über irgendwelche Leute, sondern es ist wirklich ein Zirkel, der sich vermehrt. Zweite Rasse, die sich quasi im Untergrund ausbildet. Meistens mit Verformungen, die versteckt werden. Meistens irgendwo abseits, wo sie in Ruhe sich fortpflanzen können. Okay. Also, mit der 7 weißt du das bestimmt auch, dass es diesen Kuss gibt. Es gibt diesen Symbiarchen, den hat Tordal auch schon besiegt. Der Symbiarch ist dann der Anführer, der dann den Kuss verteilt. Das weißt du. Und ja, ob sie dann Sterngötter sind oder der vielarmige Imperator. Es gibt auch Genestealers, die dann eine Art Maschinengott anbeten. Das ist immer abhängig davon, auf welcher Welt sie gelandet sind und wie sie sich dann anpassen. Damit sie sich dann eben besonders so anpassen, dass auch sie im Imperium nicht auffallen. Also wenn sie dann den vielarmigen Imperator anbeten, dann nickst du vielleicht erstmal und dann stellst du erst nach 10 Minuten fest, Moment, was war das? Vierarmiger Imperator? Gut, jetzt einem Deathwatch Marine wird das natürlich auffallen, aber dem normalen Menschen in Anführungsstrichen, da ist es dann schon zu spät. Okay. Also meine Brüder, in Anbracht der Klaue an Rilas Gürtel. Ja. Brauchen wir definitiv mehr Unterstützung hier unten. Ich würde einen Auspex anfordern. Ich würde einen Auspex anfordern, sowie zumindest ein geschultes Personal. Also ich meine, ihr habt euch für die Mission einen Auspex mitgenommen, ja. Ich habe das Auspex, das ich jetzt nicht benutzen darf. Ich wollte ja sagen, aber es kann keiner von uns benutzen, oder? Oder hat einer von uns Techius? Ich kann es problemlos benutzen. Deswegen habe ich es ja auch, ich darf es jetzt nur nicht benutzen. Und das Problem ist, oder wir gehen da raus, wir dürfen keine Technik, wir dürfen nur... Ja, aber das da draußen ist ein... Meine Brüder, ihr habt die Klaue erkannt, oder? Natürlich etwas schwer, sie einzuordnen. Die Malisektoren sind tatsächlich eine Symbionteninfestation von diesem Planeten. Und dazu ein leichtes Knurren. Naja, sollten wir uns beeilen, damit wir endlich diese Prüfung hinter uns bringen. Damit wir endlich mit vernünftiger Mannstärke auf diesem Planeten landen können. Ja, aber unabhängig davon, wie die Prüfung läuft oder was Rylus über die Malesektoren glaubt zu wissen, wenn er nicht selber schon infestiert ist.
wollte eigentlich. Sollten wir herausfinden, wer in dieser. Sie in haben einen Geruch. Und findet ihn. Wollte eigentlich nur freundlich sein und sie warnen. Wer hätte gedacht, dass meine Warnung sich so schnell als Wahrheit entpuppt? Wie bereits gesagt, kann sie riechen. Also, glaubst du nicht, dass Rylos infiziert ist? Oder sonst hättest du ihn ja gerochen. Ich werde es noch mal beim nächsten Treffen, das näher begutachten. Jetzt haben wir ein Ziel. Ja. Solange wir uns nicht für würdig erweisen, werden wir hier nicht viel ohne unsere Kraft und unsere Macht hier beibringen können. Doch das ist nicht der richtige Weg. Wenn wir es schaffen, mit unserem Kopf hier anzutreten, werden uns alleine die Bevölkerung schon mit anderen Augen betrachten. Es macht es einfacher, danach dieses Xenopack aufzudecken, zu vernichten. Es heißt nur eins, wir müssen ein bisschen mehr denn je aufpassen. Wir sollten auf jeden Fall diesen Planeten unter Quarantäne stellen. Naja, Bruder, ja, richtig. Der Planet hat ja kaum Bewegung in und raus. Das Einzige, was wir noch tun können, ist, dass das Schiff den Warp mit Augen behält. Nicht, dass noch etwas hier auftaucht, was wir... Naja, Brüder, wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Infizierung eher eine langsame Krankheit, richtig? Bis die Arme wirklich auftauchen und die restliche Flotte Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, richtig? Kann auch durchaus sein, dass sich hier eher die Fauna befallen haben als die Bevölkerung, schlicht aufgrund der Bevölkerungsdichte. Was entsprechend was dafür sorgen würde, dass die Symbionten natürlich deutlich dümmer sind als bei einer im Imperium üblichen Genestealer-Infektion. Aber vermutlich dafür gefährlicher. Vielleicht hat genau das unsere Schwester herausgefunden. Aber gut, dann würde ich sagen, sollten wir uns jetzt aber vorbereiten und aufbrechen. Ich denke, wir sollten dementsprechend schon heute aufbrechen. Und nicht erst am nächsten Morgen. Morgen aufzubrechen hätte den Vorteil, dass wir uns noch bei den Prometheuminen umsehen können. Wir dürfen die Stadt nicht auf solches verlassen. Ja, richtig. Wir müssen erst die Prüfung ablegen. Danach können wir die Stadt mit unserer Ausrüstung verlassen. Sie werden mich nicht erwischen. Naja, daran zweifle ich nicht, aber wir haben leider Wichtigeres zu tun. Und Bruder Kral, selbst wenn ihr euch die Mine, selbst wenn ihr ungesehen zu den Minen kommt, angenommen, sie haben dort einen Dämon beschworen, wollt ihr diesem alleine entgegentreten? Deswegen wird dort her mitkommen. Die Mine sollte das zweite Premierziel sein. Jetzt sollten wir unsere volle Aufmerksamkeit dem eigentlichen Auftrag geben. Wer sagt nicht, dass an den Minien vielleicht noch andere Auraner sind, wenn sie euch sehen? Da sind auf jeden Fall Auraner. Die muss ja auch jemand abbauen, das Prometheum. Somit würden wir das Versprechen, das wir eben gegeben haben, brechen. Ich habe nicht gesagt. Ich habe für uns gesprochen. Kray würde mit den Schultern zucken. Wenn ihr wünscht. Naja, dann lasst uns unsere Rüstung aufs Schiff schicken und mit Speeren und Schwertern und Stöckern diese blöden Hexen jagen. So sei es. Ja, so könnt ihr wieder nach unten treten. Den langen Weg wieder zurück ins Tal von dem hohen Plateau dann. Wo ihr wieder auf euren Thunderbird trefft, beziehungsweise das Schiff, mit dem ihr angekommen seid.
könnt euch dann nach und nach gemeinsam mit der Hilfe von Cole Bennex entkleiden, Helm und Rüstung ablegen und dann sicher verstauen. Und ja, wollt ihr die dann nach oben schicken? Höchstwahrscheinlich, ne? Ich würde sie nach oben schicken, ja. Die wirklich spannende Frage ist, nehmen wir Cole Bennex? Nein, natürlich nicht. Das macht keinen Sinn, ihn mitzunehmen. Also noch weniger gerüstet, als er jetzt schon ist. Dann haben wir aber gar nicht mehr mit dem Händler geredet. Ja, erst was mal die Sachen verstauen, dann können wir uns ja überlegen, was wir von dem Händler wollen. Ob wir überhaupt was nehmen. Wir basteln unseren Kram selber. Space Marines. Ja, ihr könnt zumindest dann auch den schweren Bolter, den Flammenwerfer, eure Energieschwerter und die Kettenaxt dann auch natürlich dann hier verstauen und tretet dann ja, so wie der Imperator euch geschaffen hat, mit einem leichten Untergewand nach draußen in die frische Luft. Schnuppert noch einmal die Luft, die ja dann von den Gefahren hier kündet, lauscht in den Wald und fühlt euch jetzt doch tatsächlich sehr nackt. Ihr habt natürlich immer noch eure unterne Haut, mit der dann eure Rüstung normalerweise verschmolzen wird. Aber ja, unabhängig davon nur das Übergewand. Ich würde tatsächlich die Klaue und mein Pelz mitnehmen. Ist das Teil meines Rituals. Also du schmückst dich mit deinen Stammesinsignien. Mhm. Das kannst du natürlich tun, ja. Kannst du dann von der Rüstung abnehmen und dir dann über die Schulter wieder werfen. Genau. Das ist so schön erlaubt. Ja. Dem Pyraniden hänge ich mir wieder an den Gürtel. Korrekt, du hattest ja einen Symbiarchen erschlagen. Genau. Damals auf, ich muss gerade mal schauen, Avalos. Ja, wenn Cry sich das Ganze nochmal ansieht, die Klaue, die Tordal trägt, ist noch um einiges größer als das, was Rylos Dunkelgeißel hatte, aber von der Machart identisch, von der genetischen Struktur. Und so könnt ihr wieder nach oben treten. Wieder vorbei an den zahlreichen Händlern, die zu jeder Tages- und Nachtzeit mit ihren Agraxen nach oben und unten steigen. Und wenn ihr dann wieder auf dem Marktplatz oder dem Exerzierplatz vor der Aspiranz steht, werdet ihr dort wieder Alkedre Feuerpirscherin vorfinden, beziehungsweise Archibald Heth, der dort mit seinen Katachanern den Marktplatz ebenso begutachtet. Ah, meine Lords, ihr habt euch ausgezogen. Interessant. Ihr wollt jetzt diese Prüfung bestehen, ja? Und beweisen, dass ihr nun den Segen des Imperators mitbringt. Ausgezeichnet. Wir werden sie bestehen, nicht wollen. Es gibt keinen Zweifel daran, wenn der Imperator es führt, ist jegliche Mission eine leichte. Nun, ich habe tatsächlich schon einmal mit den wenigen Katachanern gesprochen. Sie hat mir das ein oder andere über den Planeten nun erzählt. Tja, ihr werdet zweifellos dort Erfolg haben, wo sie versagt haben. Haben sie genau diese Prüfung schon mal versucht? Sie sagten, dass sie diese Terra-Tricks erzählen wollten. Wenn ihr von hier aus in Richtung Norden geht, ein terrassenartiger Pfad, Canyons, durch die ihr euch dann vorwagen müsst. Die Terra-Tricks waren unter anderem möglich. Sie nisten dort wohl, aber als sie dann weiter nach Norden aufbrechen wollten, stießen sie auf Flugschlitzer, so nannten sie, auf einer Hochebene. Und die haben sie entweder von den Hochebenen heruntergestoßen oder aber zerrissen. Vielleicht sollten wir uns eine von diesen Flugechsen rekrutieren. Wenn wir eine finden, die groß genug ist. So wie ich es verstanden habe, sollte das kein Problem sein. Die könnten euch auch ergreifen und einige Probleme bereiten. Aber ihr seid Space Marines, Astartes-Krieger. Wir und das Imperium setzen all unsere Hoffnung auf euch. Und die Inquisition. Aber nun, wir werden euch nicht enttäuschen. Ich habe eine Frage an euch. Ihr hattet bereits mit diesem Vater Marius gesprochen, korrekt? In der Tat. Ich hatte jetzt gehört von den Katachanern, dass sie 20 Primarchen anbeten. Das verstehe ich nicht ganz. Es gibt auch nur 9.
Ich würde tatsächlich mal auf Allgemeinwissen Adeptus Astratus würfeln. Das ist richtig, es gibt nur 9. Ich schließe mich mal an, mal gucken, wie viel wir wissen. Das ist nicht nur Allgemeinwissen, das könnte sogar verbotenes Wissen werden. Also ich habe eine 19. 19 ist aber gut, ja. Also OT gesprochen, egal wie viele Primachen es gibt, du hast immer die falsche Antwort. Ne, 9. 9 ist die richtige. Also wenn Archibald Hess tatsächlich sagt 9 ist richtig. Ja. Aber Wilhelm, ja tatsächlich, also du weißt, die 9 sind natürlich bekannt. Aktuell sind 6 anwesend. Bruder Cry von der Ravenguard hat Corvus Corax. Dann Bruder Gabriel hat den Primarchen Lionel Johnson. Octavius ist mit Gilliman ausgestattet. Bruder Wilhelm von den Imperial Fists mit Rogaldorn. Die Salamanders Vulkan, den Schmiedeprimarchen, und Bruder Thordal hat Leman Russ. Leman Russ natürlich. Leman Russ. Ich wollte gerade fragen. Leman Russ. Dann gibt es natürlich noch die Iron Hands mit Ferrus Manus, die Blood Angels mit Sanguinius. Dann haben wir 8. Wer ist der 9? Der Lion ist der 9. Nee, den Lion hatte ich schon mit Gabriel. Der war schon. Ja. Okay, der ist schon vorbeigegangen. Die White Scars mit dem Khan. Die White Scars will dann noch, genau. Der Khan, genau. Jagadai Khan. Das sind die 9 Primarchen. Du weißt aber natürlich, dass es, angebetet werden sie natürlich nicht. Die Chaos-Kultisten sprechen von Horus und die 9 Teufel. Horus und die 8 Teufel. Nee, Horus und die 9 Teufel. Abaddon ist der 9. Verräter. Abaddon ist der 9. Teufel. Achso, stimmt. Horus ist ein Erzdämon oder ein großer Chaosgott und neben ihm gibt es noch die 9 Primarchen, unter anderem Abaddon, der die Black Legion anführt, die verschiedenen anderen, da ist man sich so nicht ganz sicher, wie die Primarchen heißen oder gehießen haben. Das ist natürlich sehr verbotenes und theoretisches Wissen, aber wenn du dich ein bisschen genauer im Codex wird es nicht drinstehen, aber in den verbotenen Bibliotheken kommt man dann nach und nach auf all die anderen Verräterlegionen. Vermutlich auch alleine als Feindbeschreibung. Wie würde man diese Leute am besten bekämpfen? Schwierig, weil auch die Namen der Chaosgötter nicht ausgeschrieben sein dürfen. Also Korn, Nurgle, Tsinch oder Slanisch, sowas wirst du auch in vielen Büchern nicht finden, es sei denn, die Bücher selbst leben oder haben andere Umschläge, die dich beißen oder sowas, dann würde das funktionieren. Aber auch in der verbotenen Bibliothek wirst du die Namen nicht ausgeschrieben finden.